Der grüne Landtagsabgeordnete Thomas Poreski begrüßt die Änderung des Straßengesetzes in Baden-Württemberg, die erlaubt, dass Carsharing-Fahrzeuge nun auch im öffentlichen Straßenraum Parkplätze zur Verfügung bekämen. Nun hätten Carsharing-Angebote endlich eine Chance, auch in der Breite zu wirken, so Poreski. Mit attraktiven Stellplätzen im öffentlichen Raum wären Fahrzeuge so leichter sichtbar und erreichbar und würden dadurch mehr genutzt. Das Schaffen reservierter Flächen in unmittelbarer Nähe zu Bus- oder Bahnhaltestellen würde zudem die Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern fördern, wie beispielsweise auch in Reutlingen, wo bereits gegenüber des Bahnhofs 2 Carsharing-Plätze eingerichtet wurden.